Ja, wir sind hier am Kälbereck, einer unserer Quellen hier im Hinterwald, und wir schauen jetzt mal und werfen einen Blick in eine der schönsten Quellen, die man hier auf der Strecke sehen kann. Sehr unscheinbar im Hintergrund, aber seien Sie gespannt. Wenn man sich vorstellt, dass die Quelle vor 110 Jahren von Menschenhand erschaffen worden ist, ist es bis heute eine der imposantesten Erscheinungen hier bei der Rohwasserförderung. Die Quelle schüttet sehr konstant im Sommer wie im Winter mit ungefähr 10 bis 12 Kubikmeter pro Stunde. Das Wasser ist sehr weich. Es wird in einem weiteren Schritt aufbereitet. Mikrobiologisch ist die Quelle nicht belastet, also sofort trinkbar. Ja, wir stehen hier an der vorderen Meisenquelle. Das ist einer unserer besten Quellen. Die schüttet zwischen 30 und 40 Kubikmeter die Stunde. Sie ist von Annweiler aus gesehen die weit entfernteste Quelle. Wenn hier ein Tropfen Wasser reinfällt, kommt da so momentan hier in den Hochzeiten, in den Hochsommerzeiten, in circa anderthalb bis zwei Tagen bei den Kunden am Wasserhahn an. Ja, hier im Warzbachtal sind die ergiebigsten Quellen vom Stadtwald Annweiler. Hier ist auch eine ganz besondere Funktion des Waldes wichtig, nämlich die Wasserschutzfunktion. Also die größten Wasserschutzgebietsanteile, die liegen im Wald, und das kommt nicht von ungefähr, weil der Wald sich sehr gut auf die Qualität und die Menge des Trinkwassers ausweicht. Und deshalb müssen wir hier ein besonderes Augenmerk haben. Vor 3 Jahren hat hier der Borkenkäfer zugeschlagen und hat über einen Hektar Fichtenwald kahl gefressen. Wir mussten das fällen und haben dann sofort reagiert und mit Eiche und auch Edelkastanie aufgeforstet, damit die Trinkwasserqualität eben auch mittel- und langfristig wieder so bleibt und auch die Menge des Trinkwassers zur Verfügung stellt. Wir haben in Rheinland-Pfalz rund 800 mm Niederschlag im Durchschnitt über alle Regionen. Die Grundwasserneubildung, die liegt etwa bei 100 Liter pro Jahr und Hektar. Und dafür ist dieser Wald ganz, ganz wichtig, dass wieder sich neues Grundwasser in der Qualität und der Menge bilden kann. Wir befinden uns hier im Druckunterbrecher. Hier laufen die gesamten Quellen, das sind 5 Quellen und 3 Tiefbrunnen zusammen und werden aus unterschiedlicher Höhe auf ein einheitliches Druckniveau gebracht. Der Behälter besteht aus 2 Kammern. Das hat den Vorteil,
Wir können eine putzen und brauchen die Trinkwasserversorgung nicht zu unterbrechen. Der Behälter wurde 1971 errichtet und 1997 grundlegend erneuert. Der Druckunterbrecher gibt das Wasser dann weiter in eine Trinkwasseraufbereitungsanlage. Dort stehen zwei Filter, die die Aufgabe haben, das Wasser aufzuhärten. Es ist ein sehr weiches Wasser. Das Wasser muss aufgehärtet werden, damit es nicht aggressiv wirkt. Und danach wird es noch mit einer UV-Desinfektion desinfiziert. Mehr wird an diesem Wasser nicht gemacht. Danach ist es Trinkwasser und fließt im freien Gefälle nach Annweiler und kann dort verbraucht werden. Ja, wir waren jetzt eben im Druckunterbrecher und haben schon gehört, wir sind jetzt immer noch ab hier vom Theo Leinendecker Brunnen circa 20 Kilometer von der Stadt Annweiler entfernt. Und es ist für mich immer noch faszinierend, dass diese komplette Strecke ohne Pumpen oder Ähnliches bewerkstelligt wird, nur durch das reine Gefälle. Und das ist eine Meisterleistung, die damals vollbracht worden ist. Und genau diese 20 Kilometer, für die wir normalerweise das Wasser anderthalb Tage braucht, die fahren wir jetzt mal schnell mit dem Auto. Wir sehen uns gleich im Hochbehälter Adelberg. Wir befinden uns hier im Hochbehälter Adelberg. Das ist der Zentralhochbehälter von Annweiler. Von hier aus wird die Stadt Annweiler mit den Ortsgemeinden Sahnstall, Gräfenhausen, Bindersbach und Quaichambach versorgt. Des Weiteren haben wir hier auch noch die Möglichkeit, die Gemeinden der Verbandsgemeinde zu versorgen. Zuvor waren wir hier in dem Druckunterbrecher mit Entsäuerungsanlage. Das Wasser wird hier gesammelt aus dem Quellbereich, läuft weiter durch den Ortsteil Zahnstall hoch zum Hochbehälter Adelberg, in dem wir uns momentan befinden. Es läuft wieder raus durch die Stadt Annweiler hindurch, wird hier weitergeleitet über den Hochbehälter Bannenberg zum Hochbehälter Bindersbach. Hier wird der Ortsteil Bindersbach versorgt mit der Burg Trifels. Des Weiteren läuft es dann zum Ortsteil Gräfenhausen und zum Ortsteil Quaichambach und dann weiter zu den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde, die in den Hochzeiten ebenfalls von uns versorgt werden, mitversorgt werden. Also hier an dem Fernwirksystem sehen wir die gesamte Infrastruktur der Trinkwasserversorgung der Stadtwerke Annweiler. Die einzelnen Bauwerke sind hier schematisch dargestellt. Wenn man die anklickt, dann sieht man hier die gesamte Quellfassungen und die drei Tiefbrunnen. Insgesamt sieht man hier auch, was für eine Wasserschüttung wir haben von den einzelnen Quellen bzw. von den Tiefbrunnen. Momentan laufen 116,26 Kubikmeter pro Stunde nach Annweiler, um die Trinkwasserversorgung zu sichern. Hier sehen wir auch die Hochbehälterfüllung jedes einzelnen Hochbehälter. Wir können hier überwachen, wie viel Kubikmeter im Hochbehälter noch drin sind und rechtzeitig reagieren. Bei uns ist
eine Person immer 24 Stunden in Bereitschaft und bekommt auch ein SMS und einen Anruf von unserer Fanwerkzentrale und benachrichtigt frühzeitig, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dass wir eingreifen können, ohne dass es die Bevölkerung merkt. In der Woche haben wir so 1 bis 3 Einsätze im Schnitt. Jo, auf Wohl!